Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, rettet den Scharfseher, anzunehmen bei Lehrling Odari in Asyata. An dieser Position ist eine Folgequest von der verlorene Schamane. Nehme die Quest an und zeige euch, wo man nun hin muss. Nämlich hier zu dieser Höhle. Hier auch die Map. Und jetzt darf man hier einen Mob töten. Der kann allerdings auch schon tot durch andere Spieler sein. Dann muss man halt kurz warten, bis der wieder spawnt. Da man einen Schlüssel benötigt, um den Käfig zu öffnen. Der Schlüssel wird gedroppt von diesem Mob, was hier steht normalerweise. Und hoffentlich dauert das jetzt nicht lange. Ich hoffe mal nicht. Da ist auch schon. Gezeiten bin der Wind. Sir Jesse. Irgendwie so. Auf jeden Fall muss man sie töten, wenn man diese Quest abschließen will. Hab mein Cooldown voll zur falschen Zeit benutzt. Also, wenn sie diese Blase um sich hat, bekommt sie 75% weniger Schaden. Und sobald sie tot ist, nicht vergessen zu looten. Schlüssel gelootet. Und dann Käfig benutzen. Und eurer Begleitung. Quest ist bereit zur Abgabe. Ich kehre ins Lager zurück. Bitte sprecht mit mir, wenn ihr zurück seid. Nun darf man zurück ins Lager. Gleich bin ich auch schon da. Sollte euch das Video geholfen haben, gerne einen Daumen hoch und oder meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Scharfseher Ori in Nasjata. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.